Hallo, servus, Bernand. Wie man sieht, ist das ein Privatgrundstück und betreten ist da nur auf eigene Gefahr. Also es ist nicht verboten. Und auf diesem Grundstück selber ist ein verlassener Bauernhof, der aber von der Weiten her, wenn man hinschaut, schaut der schon extrem am Einfallen aus. Also ob man jetzt da noch reingeht, ich weiß nicht, ob ich mich da trauen soll. Wahrscheinlich nicht, so wie das jetzt von der Entfernung ausgeschaut hat. Aber das werden wir jetzt gleich näher anschauen und dann sehen wir, ob man es wagen kann oder nicht. Oh mein, na Leute, also da, ich glaube, da sollte man vielleicht auch noch nicht einmal zu nah rangehen, wenn man das anschaut. Wenn wir mal da die Gebäude außenrum noch erkunden. Die schaut aber auch nicht mehr ganz frisch aus da. Das hängt ja auch schon durch. Das hat sich da am Baum sauber angelehnt, das Dach, gell? Wie der da schon außen rumgewachsen ist. Aber da drin hängt der Balken runter. Und wenn der Balken da runterhängt, ja, bin jetzt ich erschrocken. Auf einmal kommt da Wasser raus. Wo kommt denn jetzt das auf einmal her? Das hat jetzt gerade angefangen. Glaubst du es nicht, du weißt ja. Jetzt schauen wir uns mal das Gebäude da sauber noch an. Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich phänomenal zum Anschauen da. Da oben ist noch eine Couch. Dann hängt da eine Lampe. Also das, wenn man alles so hindrapieren will, dann schafft man es nicht. Faszinierend. So wüst, wie das ausschaut, so beeindruckend ist jetzt das. Jetzt gehen wir mal noch rundum und schauen mal, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Da steht noch der letzte Stuhl. Also das ist ein Schreckenshaus da. Erst fängt das Wasser da einfach so laufen an. Jetzt liegt da der Arm. Ja, bin ich jetzt erschrocken. Schaut euch mal das an da. Im ersten Moment hat das auch schon, wenn es eine echte Hand wäre. Wahnsinn. Aha, da könnte man vielleicht einen Blick reinwagen. So, jetzt muss ich mal versuchen, ob ich da einen Blick mit der Kamera reinwerfen kann, weil selber sehe ich da eigentlich da nichts. Also was ich jetzt so gesehen habe, ist da noch ziemlich viel drin. Das ist ja Wahnsinn. Das Haus ist echt der Wahnsinn. Du darfst das Ganze noch bewachen, naja. Hältst du fleißig die Stellung, Respekt. Ich wünsche dir noch viel Glück da. Und ich schaue jetzt das von hinten aus da. Das war mal ein wunderschönes Gebäude, gell? Da schon was weg, das in der Mutter kommt, was der Problem. Oh Gott. Mann, das ist ein Anblick, Wahnsinn.
Boah. Leider einige Jahre zu spät, oder gell? Da sieht man durch. Trotz allem hochinteressant. Wenn auch nicht mehr begehbar. Also diese Atmosphäre da und dieser Anblick. Unbeschreiblich. Da ist was runtergekracht, da sind noch die letzten Latschen dort. Links von der Tischplatte zwei Schuhe. Da ist der letzte Bierkasten. Zwei Flaschen vorhin, drei Flaschen. Kriegt er nicht mehr das volle Pfand. Und da hier hinten, da sieht man jetzt in den Stadel noch rein. Das ist jetzt der Stadel, wo ich vorhin gesagt habe, da hängt schon ein Balken runter. Da ist nichts mehr machbar, dass man da reingeht. Da muss man lebensmüde sein, es tut mir leid, sowas mache ich nicht. Also sowas in dem Verfall, in diesem natürlichen Verfallsstadium habe ich sowas noch nicht gesehen. Beeindruckend, wirklich. Sage, nachdem man nirgends rein kann, war es das. Dazu bitte den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann gibt es eine Info beim nächsten Film, der sicher kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Servus.